Ein Sturz ist menschlich, Fehler sind menschlich, Tiefpunkte sind menschlich. Glaubst du ernsthaft, dass jemand, der Übergewicht gelitten hat und jetzt eine Vorzeigefigur hat, keine Höhen und Tiefen hatte? Oh ja, auch ich hatte auf meinem Weg Höhen und Tiefen. Heute erzähle ich dir im ersten Part des Videos, wie es mir ergangen ist und was ich getan habe, um konsequent zu bleiben. Im zweiten Part werde ich dir einige Tipps geben, wie du den ersten Schritt wagen kannst, um dich gesünder zu ernähren. Zunächst einmal möchte ich dir erklären, weshalb ich hauptsächlich gescheitert bin. Ein Grund war, dass ich mich mit dem Thema Ernährung 0,0 auseinandergesetzt habe. Die Folge waren Crash-Diäten, gefolgt von Heißhungerattacken und der allerseits bekannte Jojo-Effekt. Ich habe mich selbst belogen und versucht, mir mein Gewicht gut zu reden, damit ich mich besser fühle. Kurzzeitig ist es mir gelungen, aber auf Dauer hat es mich nur noch mehr runtergezogen. Die Realität hat mich immer wieder eingeholt. Was habe ich geändert? Ich habe begonnen, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Mehr als ein Zwang oder eine Verpflichtung habe ich es als einen Lifestyle angenommen. Man kann so viel Gutes bewirken mittels der Ernährung. Man kann Krankheiten vorbeugen, Hautunreinheiten vermeiden, vitaler aussehen. Man fühlt sich einfach besser. Und Heißhungerattacken habe ich seitdem auch nicht mehr. Ein weiterer Grund, weshalb ich scheiterte, ist, dass ich es nicht für mich getan habe. Vielleicht kennst du das ja auch. Man verliebt sich und will dann für die Person gut aussehen und so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was kam bei mir dabei raus? Keine Beziehung und kein Gewichtsverlust. Naja, irgendwann habe ich meine Einstellung geändert und mich auf mich selbst fokussiert. Ich wollte mich nicht mehr so sehen, weil ich anders sein wollte. Besser für mich sein. Was ist passiert? Klar, die ersten Erfolge waren schnell zu sehen. Es gibt natürlich noch etliche andere Gründe. Aber wie kannst du dich täglich pushen und wie kannst du am besten bei Tiefpunkten reagieren? Wie ich anfangs bereits erwähnte, es ging auch bei mir nicht steil bergauf. Ich musste mich auch zurechtfinden und meinen Kopf neu sortieren. Und das ist der Punkt. Alles ist Kopfsache. Du bist dafür verantwortlich, was du an dich ranlässt. Niemand anderes. Regel Nummer 1. Fange an, auf deinen Magen zu hören und nicht auf deinen Kopf. Dein Kopf sagt dir immer, dass du Hunger hast. Scheue weniger fern. Geh mehr raus, mache Sport, unternehme was mit Freunden. Übe Freizeitaktivitäten aus, die dich ablenken. Hänge dir ein Poster mit deinem Lieblingsmotivationsspruch an die Wand oder setze dir einen Spruch als Hintergrundbild auf dein Smartphone. Ich gehe eine Stufe weiter und habe im WhatsApp ein Wallpaper mit meiner Traumfigur. So habe ich mein Ziel täglich vor Augen. Hört sich komisch an, aber es hilft. Verwende etwas, das du dir jeden Tag vor Augen halten kannst, um dich nicht hängen zu lassen. Schätze dich selbst. Denke immer an ein zukünftiges Ich. Stelle dich in der Zukunft bildlich vor. Denke daran, dass du bereits angefangen hast und es jetzt schon die paar Tage bzw. Wochen durchgehalten hast. Willst du es deswegen kaputt machen? Ist es besser zu sündigen wegen eines kurzen Tiefpunktes? In 5 Minuten hast du 1000 Kalorien zu dir genommen, aber diese wieder abzubauen, dauert dann doch länger. Führe dir das vor Augen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Du bist nicht sie und sie sind nicht du. Außerdem weißt du nicht, ob diese Person oder Personengruppen dasselbe durchgemacht haben wie du. Oft sagen sie es nur nicht. Freunde, die mich beispielsweise so kennengelernt haben, wie ich jetzt aussehe, sagen zu mir, das kann doch nicht sein, dass du so aussahst. Du und Übergewicht, merkst du was? Merkst du was? Der Schein trügt. Denke positiv und realistisch. Erwarte keine schnellen Erfolge. Denke daran, dass alles, was kostbar ist, Zeit braucht, um zu fruchten. Arbeite zunächst an deinem Kopf, den du umstellen musst, damit auch diese Umstellung funktioniert. Realisiere die Tiefpunkte und versuche in den Momenten, deinen Kopf einzuschalten und dir zu sagen, willst du wirklich jedes Mal so reagieren? Nein, du willst wachsen. Pushe dich selbst, gib deinem Kopf Kontra. Das ist der wichtigste Part. Wenn du damit umgehen kannst, dann wird die Ernährungsumstellung kein Problem sein. Nochmal, keiner sagt, es ist leicht. Das ist das Schwierigste an der ganzen Sache, den Kopf umzustellen. Aber es ist nicht unmöglich. Ich und viele andere sind der Beweis. Aber kommen wir zum zweiten Part, den der Ernährung. Vorab, ich werde dir nicht vorschreiben, was du essen sollst, denn es liegt ganz in deiner Hand, was du aus meinen Tipps machst. Ich bin keine Ernährungsberaterin oder ähnliches. Dies sind Tipps, die ich dir gebe und Schritte, die sich bei mir als erfolgreich erwiesen haben. Denke daran, alles Step by Step. In dem Video geht es ja darum, wie du mit einem gesünderen Ernährungsziel beginnen kannst. Wenn du diese Tipps beherzigst, wirst du innerhalb kürzester Zeit die ersten Unterschiede bemerken. Ganz am Anfang ist es wichtig, wie ich bereits erwähnte, dich nicht radikal umzustellen. Ernähre dich zu Beginn wie gehabt, aber fange an, nach und nach auf nachfolgende Produkte zu verzichten bzw. deren Konsum zu reduzieren. Die Rede ist von Zucker in jeglicher Form, Weizenprodukte, Fertigprodukte und Fastfood.
So, jetzt wirst du sagen, was? Dann kann ich mich ja gleich von Luft ernähren, richtig? Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Vor allem auf Zucker zu verzichten, wird für die meisten schwer sein. Wie ich es gemacht habe, war es so, dass ich zum Beispiel meinen Kaffee zunächst mit Milch und Zucker getrunken habe. Irgendwann habe ich die Milch weggelassen und eine Zeit lang den Kaffee mit Zucker getrunken. Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, habe ich den Zucker weggelassen und zum Kaffee zum Beispiel eine Banane dazu gegessen, die auch einen süßen Geschmack hat, und so hatte ich die süßen Kaffee mit dabei, die ich brauchte. Irgendwann ging es auch ohne Zucker. Falls du bei deinen Getränken etwas Geschmack benötigst, kannst du dir eine Saftschorle zubereiten, aber füge mehr Wasser als Saft hinzu. Der Saft soll nur als Geschmacksverstärker dienen. Räume deine ganzen Süßigkeiten weg. Am besten, du hast keine daheim. So kommst du auch nicht in Versuchung. Ersetze Weizenprodukte durch Vollkornprodukte. Anstelle, dass du Fastfood und Fertigprodukte zu dir nimmst, fange an selbst zu kochen. So weißt du auch, was in deinem Essen drinnen ist. Es sagt keiner, dass du komplett auf diese Produkte verzichten musst. Sündigen ist normal und sei jedem gegönnt. Der eigene Genuss muss ja noch erhalten bleiben. Gönn dir einmal in der Woche einen Cheat Day, aber übertreib es nicht und stopf dir nicht 10.000 Kalorien in deinen Körper rein. So wirst du nie vorankommen. Alles in Maßen. Gönne dir statt einem ganzen Stück Kuchen nur die Hälfte oder esse statt einer ganzen Gummibärchenpackung nur noch eine Handvoll. Und so weiter. Es gibt noch vieles mehr. Die Sache ist die, dass das Video dann Stunden dauert und ja, das Thema Ernährung ist so breit gefächert. Aber für den Anfang sollte das reichen, das ist genug Input. So, das sind die ersten Schritte, wie du den Einstieg in einen gesünderen Ernährungsstil finden kannst. Wie gesagt, mir hat es geholfen. Es hat keine Tage, keine Wochen, sondern Monate gedauert. Das war der schlimmste Part. Also, werde nicht ungeduldig, das ist normal. Fange gleich heute an. Kein Morgen oder nächsten Montag. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, was zu ändern. Jetzt. Wie oft hast du zu dir gesagt, ich fange morgen an und dann hast du es nicht getan? Wie lange ist es her und wie lange könntest du schon ein gesünderes Leben führen? Falls du noch zu etwas bestimmten Fragen hast oder ich auf etwas detaillierter eingehen soll, dann kommentiere es unter meinem Video bzw. schreib mir eine Nachricht. Den Link zu meinem Insta-Account poste ich unter das Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Mach's gut. Adiós.